Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Workout 5, zu unserem Thema Online-Kommunikation. Und heute haben wir das spannende Thema Involvement. Wir haben es ja schon in den anderen Einheiten ein bisschen angerissen. Involvement ist so mein Lieblingsthema. Das ist auch das, womit ich mich bei meiner Promotion, bei meiner Doktorarbeit beschäftigt habe. Wie wirkt das Involvement auf die Wahrnehmung und welche Reize kann ich damit steuern und wie kann ich noch viel intelligenter. Wie kann ich Anbieterstrategien, speziell in der Online-Kommunikation, aber auch in der Offline-Kommunikation, wie kann ich die auf der Basis des Involvements steuern? Und wie kann ich auch noch ganz, ganz wichtig die Gestaltung aufs Grund des Involvements festlegen? Okay, jetzt werdet ihr euch fragen, was heißt denn das? Ja, was bedeutet das? Lass mich nochmal den Punkt tun. Welche Reize werden ausgewählt? Also wo guckst du hin, wo gucke ich hin? Welche Reize wählen wir aus? Wir haben eine Milliarde Möglichkeiten, Reize auszuwählen. Und da ist entscheidend das sogenannte Involvement. Involvement bedeutet, wie ist die Zugeneigtheit zu einem Thema, also wie stark ist das Interesse an einem bestimmten Thema jetzt im Moment. Und entscheidend ist hier das Involvement. Und ich habe euch mal hingezeichnet, oder hier, es gibt ein sogenanntes persönliches Involvement und es gibt ein situatives Involvement. Also ein persönliches Involvement ist Dinge, Hobbys zum Beispiel. Ja, also ich tue gern Motorradfahren und fotografieren. Also bin ich immer empfänglich, ich bin immer leicht involviert an dem Thema Fotografie und an dem Thema Motorradfahren. Das heißt, höre ich solche Reize oder kommen Reize aus diesem Fokus, aus diesem Bereich, dann werde ich mich diesen Bereichen natürlich eher zuwenden und dahin gucken. Also das nennt man persönliches Involvement. Auf das werden wir noch sehr, sehr, sehr stark eingehen. Und daneben gibt es das situative Involvement. Stellt euch vor, ihr seid beim Einkaufen, ihr steht vor einem Regal und ihr sucht jetzt unterschiedliche Whisky-Sorten oder unterschiedliche Grappa. Sag mal Grappa oder Grappi, keine Ahnung. Also ihr sucht unterschiedliche Grappas aus und sagt, hey, welchen wähle ich? Dann seid ihr in dem Moment so lange, bis ihr die Flasche nehmt aus dem Regal und dann in euren Einkaufskorb oder Warenkorb gebt, seid ihr high involviert. Und das findet natürlich online statt. Das kann aber auch offline stattfinden. Also am Point of Sale oder zum Beispiel eben in einem Online-Shop. Das heißt, du bist situativ involviert zu diesem Thema. Und wenn ich involviert bin, spende ich natürlich bestimmten Reizen meine Aufmerksamkeit. Oder ich spende eher meine Aufmerksamkeit. Das Involvement kann als, wie ich schon angesprochen habe, es kann high sein, sehr, sehr hoch. Gerade wenn es ein persönliches Involvement ist oder ein situatives. Dinge, die dich gerade berühren, Schubladen, die gerade offen sind. Und auf der anderen Seite kann das Involvement niedrig sein. Die Verteilung ist immer so, dass wir für wenig Dinge high involviert sind und für die Masse der Dinge low involviert sind. Also mach nicht den Fehler und glaube, dass die meisten Menschen high involviert sind Tag und Nacht an deinem Produkt, sondern die meisten Menschen sind über den Tag verteilt, wahrscheinlich low involviert an deinem Produkt. Und jetzt kommt es nämlich darauf an, wann kommst du in diesen High-Involvement-Bereich herein? Und Karl Gratz zum Beispiel erwähnt sehr, sehr, sehr gut, wie wichtig das sogenannte Ereignis ist, das stattfindet, dass eine Person auf einmal high-involviert ist. Und das kann eben sein situativ, meistens situativ, dass ein situatives Ereignis mich auf einmal extrem stark interessiert und ich lenke meinen Fokus auf ein bestimmtes Problem und jetzt gehe ich auf die Suche nach der Lösung dieses Problems. Und ich steuere, wie gesagt, sowohl meine Strategien als auch die Gestaltung über dieses Involvement, wie ihr sehen werdet. Ich habe euch in den letzten Einheiten haben wir gesprochen über die Bewusstseinsmodi. Ihr erinnert euch, das ist Elaboration Likelihood Modell mit der Central Route to Persuasion und mit der Peripheral Route to Persuasion. Und dann haben wir auch noch die unbewusste, die implizite Wahrnehmung besprochen. Also wir haben auf der einen Seite langsames Denken und schnelles Denken, das haben wir alles besprochen. Und in diesen passend zu diesem Modus des Bewusstseins
ist eben die Person entweder engaged, sie ist ganz, ganz stark interessiert an einem Thema, das sie lösen will. Und hier befinden sich all diejenigen, die jetzt im Internet was suchen, die eine Antwort suchen in Suchsystemen und auf Plattformen. Und auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen rüberkommt, sind viele Leute interessiert an einem Thema, aber sie haben sich auch noch nicht geoutet. Ja, sie sagen noch nicht, ich suche, sodass wir ihre digitale Spur verfolgen können und sie dann zu uns kanalisieren können. Und dann der große Bereich im Low-Involvement-Bereich, wo es sehr, sehr viele Menschen gibt, die noch kein Interesse an unseren Produkten, Dienstleistungen oder Warengruppen haben. Also ich unterscheide bei den Bedarfsgruppen den Modus ihres Bewusstseins, also wie viel Aufmerksamkeit spenden sie mir wahrscheinlich. Sind sie engaged? Volles Bewusstsein. Central Route to Persuasion, langsames Denken. Oder sind sie nur interessiert an meinem Thema? Das heißt, da muss ich eben versuchen, an ihnen ranzukommen. Oder sie sind noch nicht interessiert, da muss ich sie richtig wachrütteln über Aktivierungsstrategien und muss versuchen, die Menschen zu erreichen und sagen, hallo, jetzt guck doch mal her wieder und hallo, das ist ganz, ganz wichtig. Also das Involvement benutze ich als Steuerungselement für meine Strategien und als Basis, wie muss ich in den unterschiedlichen Modi, wo sich der Kunde befindet, meinen Content aufbauen. Also diese Pyramide soll es euch nochmal zeigen. Engaged sind wenige, interessiert vielleicht schon ein bisschen mehr. Die meisten Leute haben kaum Interesse und viele, viele, viele Leute eben überhaupt kein Interesse im Zeitpunkt des Werbemittelkontakts jetzt mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung. Ja, das war's und ich freue mich, euch diese kleine Einheit für den Kurs schmackhaft zu machen. Wir werden in diesem Kurs, habe ich viele Unterlagen reingegeben, die euch dann helfen, hier das Thema Involvement zu bearbeiten. Da läuft auch viel rein von meinem Freund Lachmann, der sich auch mit diesem Thema sehr, sehr stark beschäftigt hat. Und es ist die Vorbereitung für unseren letzten Workload, wo wir dann daraus Anbieterstrategien und Gestaltung ableiten. Also ich bin froh, dass ihr nochmal zugehört habt und ja, ich freue mich auf unseren nächsten Kurs, auf unseren letzten Workload und tschüss.